Eva Ernst-Cicic, außenpolitische Sprecherin der Grünen. Ich merke, dass sich die Galerie in der Zwischenzeit geleert hat und es überrascht mich nicht. Ehrlich gesagt bezweifle ich auch, dass sich die bisherigen Argumente auch nur in irgendeiner Form hier durchgesetzt hätten, die wir gehört haben. Und ich finde diese Selbstgefälligkeit vor allem von der Kollegin Steger ja eigentlich auch brandgefährlich, auch wenn sie ein bisschen belustigend klingt. Wieso? In letzter Konsequenz mündet diese nämlich tatsächlich in dem Spruch, dass das Recht der Politik folgen muss, nämlich der eigenen Politik. Der Urheber dieses Spruches ist im Übrigen der Club Obmann Kiek, der heute den ganzen Tag einfach die Sitzung spritzt, aber das nur nebenbei bemerkt. Kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Und das stimmt schon, dass es angelehnt ist an die gestrige Debatte in der Europastunde. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir als Europa gemeinsam hin? Wie wollen wir dieses Europa gestalten? Und vor allem, wer will hier nicht mitmachen? Und wir haben gestern schon festgestellt, dass Europa wie eine große Baustelle ist. Es ist uns allen bewusst, diese Baustelle muss permanent sozusagen bebaut werden, muss neu gebaut werden, muss ergänzt werden. Die Stockwerke müssen sozusagen auch entsprechend abgesichert werden. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die einfach von dieser Baustelle wie die Diebe immer wieder was wegnehmen. Ein bisschen Sand, ein bisschen Zement, ein bisschen sozusagen Geräte, die uns dann eben für diese gemeinsame Arbeit an diesem Europa fehlen. Auch diese Unruhestifter und Zerstörer haben wir gestern benannt, aber auch heute möchte ich das in einen breiteren Zusammenhang stellen. Wir haben gestern schon ganz kurz Georgien erwähnt. Wir sehen auch, was in Moldau passiert. Wir wissen auch um einen Orban, der auf der einen Seite wie die FPÖ nicht den Mut hat zu sagen, wir wollen aus der Europäischen Union austreten, auf der anderen Seite von den ganzen Fördergeldern enorm profitiert und sich auch absichern konnte in Ungarn. Und ich glaube, es steht ja außer Frage, dass die Europäische Union für Österreich, wie es in der Begründung hier auch steht, zu Recht ein unverzichtbarer Pfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs, aber auch des gesellschaftlichen Wohlstandes ist. Und wir wissen auch, dass die Attraktivität Österreichs natürlich davon abhängt, ob wir Mitglied dieser Union sind und wie stark diese Union ist. Und genau an dieser Stärke dieser Union stoßen sich einige. Und genau das ist der springende Punkt. Wer hat ein Problem damit, dass die Union eine starke ist, diejenigen, die eben nicht möchten, dass wir uns dagegen setzen, dass die Autokratien hier vordermann gebracht werden, sondern dass wir eben die Demokratien durch die europäische Einigkeit stärken. Und genau da können wir jetzt sehr gut ausmachen, wer arbeitet an der Baustelle mit und wer trägt von der Baustelle unsere Geräte weg. Und das haben wir gestern schon zu Genüge benannt. Aber ich glaube, diese wirtschaftlichen Fakten, die Sie auch, Herr Minister, vorher hier vorgetragen haben, überzeugen sehr viele Menschen auch in Österreich nicht mehr auf dieser emotionalen Ebene. Deswegen möchte ich etwas ins Treffen führen, was mir persönlich ein großes Anliegen ist, nämlich die emotionale Ebene, die europäische Identitätsebene, wenn man so möchte, die eben diesen Zusammenhalt erst ermöglicht hat in Europa. Und viele hier werden sich noch erinnern können, wie es war zu Zeiten des Kalten Krieges. Viele wissen noch, wie es war, dass im Burgenland ein Stacheldraht sozusagen die Länder voneinander trennte, die eigentlich Nachbarn waren. Ich selber weiß, als ich als neunjähriges Kind, wo die Mauer gefallen ist, gejubelt habe mit meiner Familie, dass wir endlich ein paar Kilometer weiter über die Grenze fahren können und auch unsere Verwandten, Angehörigen, Freunde besuchen können. Und diese emotionale Komponente, die identitätsstiftend ist für unser gemeinsames Europa, die ist verloren gegangen. Und nur wenn wir wieder auf diese emotionale, identitätsstiftende europäische sozusagen Zusammenarbeit setzen, wird es uns, glaube ich, gelingen, auch den nächsten Generationen weiszumachen,
machen, dass wir hier nicht nur etwas Einzigartiges geschaffen haben, sondern dass wir ohne diesen Zusammenhalt, ohne dieses Europa vollkommen isoliert wären in der Welt, unseren Wohlstand verlieren würden, unsere Sicherheit gefährden würden und eben nicht mehr mit demokratischen Kräften zusammenarbeiten würden, sondern uns ausliefern würden, denen, die eben diese Demokratien in Europa zerstören wollen. Das heißt, da geht es schon um eine Metaebene. Meine Redezeit ist um, deswegen lasse ich auch das Klatschen nicht zu. Es geht schon um eine Metaebene abseits vom Wohlstand, Sicherheit und Freiheit, die Europa für uns garantiert, nämlich aufzuzeigen, dass unsere und die nächsten Generationen in Europa eine Zukunft haben und dass es Kräfte gibt von außen, aber von innen, die uns diese Zukunft rauben wollen. Und genau das ist der springende Punkt. Und es gibt einen aktuellen, sehr spannenden Artikel, zwar zu Spionage, aber auch da geht es um viel, viel mehr als einfach nur die Spionagetätigkeiten von russischer Seite in Österreich. Da geht es nämlich darum, wie beispielsweise Russland oder andere Autokratien versucht haben, Österreich regelrecht zu korrumpieren. Und wie korrumpiert man ein Land, indem man das schwächste Glied ausmacht? Man schaut sich an, wer ist anfällig dafür, wer könnte davon profitieren, wer kann sich nicht aus der eigenen Kraft durchsetzen. Und man hat dieses schwächste Glied auch in Österreich ausgemacht. Auch das hatten wir gestern schon, nämlich in Form der FPÖ. Und wir haben auch gestern schon über BVT und die Knickse der ehemaligen Außenministerin gesprochen, aber dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Russland hat in dem Fall sehr genau gewusst, dass es durch das Einfallstor Österreich, nämlich genau durch die Diebe der Demokratie, der europäischen Demokratie, vorwärts kommen kann und genau diese Stimmungen erzeugen kann, wie sie jetzt gerade auch eben in Georgien oder in Moldau spürbar sind. Deswegen, es ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Es geht nicht nur um Wirtschaft, es geht nicht nur um unsere europäische Zukunft und Identität, sondern es geht um die grundlegende Frage, lassen wir es zu, dass diese schwächsten Glieder weiterhin Einfallstore sind für Autokraten, die unseren Zusammenhalt in Europa gefährden. Deswegen danke auch für diese dringliche, ich glaube, man kann nicht oft genug darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass wir auch Zusammenhalt setzen und den Zerstörern einfach auch den Riegel vorschieben. Vielen Dank. Eva Ernst-Cicic von den Grünen war das. Es geht darum aufzuzeigen, dass die nächsten Generationen in Europa eine Zukunft haben. Danke, Herr Präsident, Herr Bundesminister. Und darum Kräfte hintanzuhalten, die das verhindern wollen würden.